Das ist Nico König von thecuba.de und wir sind in Bern auf dem Caravan-Salon und Sie sind absolute Hingucker. Die Leute schauen rein und sind total fasziniert. Hallo Nico. Hi, servus. Freut mich, dass ihr da seid. Ja, schau mal, wir haben 2021 keine Masken. Ja. Interessant, oder, hier in Bern? Ja, interessant. Also haben wir eigentlich nicht erwartet gehabt, aber ist ja mal schön, wenn man so widersprechen darf. Ich war auch da im letzten Jahr, da war das ein bisschen anders. Thecuba, ihr seid aus Baden-Württemberg, wo kommt ihr her? Wir kommen vom Bodenseekreis, also Baden-Württemberg, ja. Könnte auch Bayern sein. Na, nicht ganz. Ich sag mal so, ungefähr woher seid ihr da vom Bodensee? Wir fahren ungefähr Sigmaringer Ecke, also so 45 Minuten entfernt vom Bodensee. Was ist das? Klär mich auf. Das ist eine Neuheit. Gibt es seit letztem Jahr, oder ja, eineinhalb Jahre schon. Wir waren letztes Jahr auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf. Wir haben hier einen Schäferwagen-Style, der nennt sich bei uns Peterwagen und hat ein Chassis drin von einem Wohnwagen. Also man kann es als reiner Camper nutzen, man kann es aber auch geschäftlich nutzen, als Verkaufswagen, als Büro. Wir sind da komplett offen, haben ein modulares Baukastensystem und können innen drin gestalten, wie es der Kunde gern haben möchte. Ja, der Trick ist dabei, dass alles so ein bisschen aussieht, als wäre es so auch gemacht, ist es aber nicht. Das ist wahrscheinlich GFK oder was habt ihr geholt? Nein, das ist kein GFK, es sind Sandwich-Elemente, 40 mm stark, außen alles Stahlblech. Dadurch sind wir auch ringsrum gut isoliert. Stahlblech außen? Und innen natürlich auch. Ja, also nichts Alu oder irgendwas, ihr habt Stahl? Wir haben Stahl, genau. So, das sieht man hier, das heißt, ich kann auch was transportieren. Wie hoch ist die Nutzlast? Wir haben, je nach Ausbau, sind wir zwischen 900 und 1050 Kilo. Zulässiges Gesamtgewicht gibt es mit 1,5 Tonnen oder mit 1,8 Tonnen, wenn man dann schwerere Sachen wie eine Harley oder BMW-Motorrad transportieren möchten. Ja, das System ist recht modular. Das heißt, ihr habt ein Hubbett jetzt eingebaut. Das spart Platz? Genau, das spart Platz. Wir haben hier eine Gesamtlänge vom Innenraum von 3,50 Meter, haben ein Querbett drin mit 1,90 Meter auf 1,40 Meter Liegefläche. Und die guten Airline-Schienen. Das heißt, die sind fest verbunden mit der Karosserie, oder? Die sind fest verbunden mit der Karosserie, richtig. Da haben wir Spezial-Airline-Schienen fertigen lassen für uns, sodass wir auch wirklich schwere Sachen transportieren können. So, der Einstieg ist ohne Tür, die Tür ist hier hinten, oder? Die Türe ist in der Heckklappe drin. Wir können einmal die Heckklappe nach oben öffnen. Da ist die Tür, zeig mal bitte. Bitte mal zumachen, weil das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich stelle mir jetzt vor, wir haben draußen 3 Grad und ich mache die Heckklappe auf, dass ist die Wärme raus. So, einmal drehen. Einmal der Windschutz. Es ist wirklich sehr interessant, oder? Er lacht. So, jetzt ist es zu. So, wenn jetzt im Winter, Herbst, können wir hier durch diese Türe rein rausgehen. Ist das genial, oder? Ja, cool ist, ihr habt jetzt auch ein Dometic drin. Ist das Gas oder Elektro? Das ist alles mit Elektro betrieben hier. Also wir haben hier den Dometic 70 Liter Kompressor-Kühlschrank. Den habe ich im Moment gerade im Einsatz. Also man kann ihn recht leise machen, aber er ist gut isoliert. Man kann ihn sogar ausnachen machen. Ja, das ist das, was ich immer mache. Ja. Genau, gibt es ja auch diesen Modus, Nachtmodus, dann ist er ein bisschen ruhiger. So, dann habt ihr eine Spüle mit drin, Vorrat am Wasser, was habt ihr? Wir haben 30 Liter Frischwasser, können aber noch mal zusätzlich 20 Liter hinzufügen. Ihr habt keinen Tank zum Auffahren, oder? Wir haben keinen Tank, sondern wir machen mit Kanister, ist einfacher zum Transportieren, einfacher zum Wasser beschaffen. Und eine Tauchpumpe habt ihr, ne? Genau, und eine Tauchpumpe drin. Okay, das ist übrigens in dem Bereich Standard, wenn da einer kommt, Druckwasserpumpe oder so, das gibt's gar nicht, macht doch gar keinen Sinn, ja. Das funktioniert. Man kann es jederzeit reparieren, das ist der Vorteil, wenn du unterwegs bist. Das heißt, ich kann hiermit auch wirklich weit wegfahren, Touren machen, oder? Genau. So, das Fahrgestell, ich habe gar nicht drauf geguckt, das hat jetzt eine Achse, es gibt aber auch auf Wunsch Doppelachse. Es gibt auch einen Doppelachse, dann hat er 4,50 Meter Gesamtlänge, aber ich sag mal, der Einachse mit 3,50 Meter ist so der Standard, der ist klein, kompakt, kann gut rangieren, hat ein Außenmaß, was wichtig ist, mit 2 Meter, somit brauchen wir keine Spiegelverbreiterung. Ja, was ich sag mal, viele dennoch bevorzugen, wäre vielleicht dann doch der Doppelachse, weil sie sagen, da wenn da mal ein Reifen platzt oder so irgendwas, ist das jemals passiert bei euch, wenn auch die Reifen gepflegt werden vom Druck? Man kann dann auch Ersatzreifen mitmachen, dann würden wir im Innenraum oder im Außenraum, wo es der Kunde wünscht, auch einen Ersatzreifen montieren. Preis von der Konstruktion, hier wie er hier steht? So wie er hier steht, sind wir circa bei 20.000. 20.000? Ja. Komplett mit Bart und allem? Genau. Ist doch fair, oder?
Das ist ein fairer Preis. Ja, hier ist ein Hubbett, das habt ihr selber entwickelt? Das haben wir selber entwickelt. Das ist ja genial. Das heißt, ihr habt ein platzsparendes, ultraschmales, ohne Bänder, also richtig schick, oder? Ein Hubbett, wo nur über diese Seile hebt. Das Bett ist bis 250 Kilo belastbar, stufenlos verstellbar, elektrisch verstellbar, wichtig. Zeig mal bitte. Heißt, wir können auf jeder Position übernachten. Ja, das heißt, du kannst runter die Harley machen, du kannst hier noch essen, genau. Die Kinder können schon oben schlafen. Genau, wir können jetzt den Tisch hier aufgebaut lassen, möchten abends nicht abbauen. Wir haben ein Spiel aufgebaut, wir haben einen Laptop aufgebaut und können dann auch auf dieser Position zum Beispiel hier übernachten. So, es gibt auch eine Leiter auf Wunsch. Es gibt dann auch eine Leiter dabei, dass man auch bequem ins Bett reinsteigen kann. Wenn du mal kurz die Matratze hochhebst, dass ich mal drunter schauen kann. Wir haben hier natürlich einen Lattenrost drin, zweigeteilt. Haben hier ein spezielles Vlies, wodurch lüftet, dass die Matratze auch atmen kann. Und was für uns sehr wichtig war, eine durchgehende Matratze, dass wir auch einen guten Schlaf haben. So, das ist jetzt eine. Wenn einer sagt, ich hätte gern zwei, kein Problem, dafür keine Küche, ihr könnt alles bauen. Wir können auch unten drunter die Sitzgelegenheit umbauen. Dann genau, zeig mal auch bitte. Hier nochmal, hat das SIS-Fahrzeug nicht dabei. Hm. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, dass du nochmal hochfährst. Das war dann, da oben ist der Schalter. Den haben wir auch extra nach oben gebaut. Und die Kinder genau, nicht spielen. Dass da keiner dran rumspielt. Hat aber auch eine Gewichtserkennung, eine Abschaltung. Also es kann sich auch keiner im Bett befinden und man kann es nicht hoch runterfahren. Okay, das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil Kinder kommen auf alle Ideen. Richtig. Das heißt, wenn ich drin liege, kann ich es noch nicht bewegen. Okay. Die Bettauflagen lösen das aber noch nicht aus, oder? Das heißt, die kann ich drauf liegen lassen? Die können wir drauf liegen lassen, ja. So, das Licht, was hast du hier eingebaut, damit es hier hell wird? Man könnte was einbauen? Wir könnten was einbauen. Wir können hier oben diese Nachttischlampen noch einbauen. Wir können in der Frontwand ein Fenster einbauen. Wir können noch mal LED-Band einbauen. Ansonsten haben wir hier oben serienmäßig das LED-Band drin. Das ist auch schön zum Dimmen. Also ja, sehr schön. Abends schön romantisch hier drin machen. Ja, ihr habt es pulsweit modelliert ein bisschen, aber es ist gut gemacht. Also es stört meine Kamera nicht zu sehr. Ich zeige mal gerade hier unten Hauptschalter. Wir sind in der Schweiz, überall hat man einen Adapter. Genau, gibt es natürlich auch mit dem Schweizer Anschluss. So, ihr könnt ja alles einbauen. Hier ist jetzt eine Dieselstandheizung. Hier ist eine Dieselstandheizung von der Firma Elbersbecher verbaut. Hier nebendran auch der Thermostat. Somit haben wir keine verfälschten Werte. Sondern wir haben wirklich die Temperatur, was wir hier drin erreichen. Somit geht die Standheizung schneller in den Energiesparmodus. Die Standheizung braucht ungefähr 0,1 Liter pro Stunde und ein 6 Liter Tank ist dabei. So, jetzt gucken wir gerade, was ist das für ein Ding? Eine Klimaanlage? Nee, das hier ist unsere 230 Volt Steckdose und nebendran hier, das ist unser Lichtpanel. Wir können es hier ein- ausmachen. Ah, okay, Smart Home so ein bisschen. Genau. Sehr schön. Ja, nochmal, also Sandwich-Bauweise, Innenstahl, Außenstahl, die Geräuschisolierung, da kommt es ja vielen drauf an, ist sie ordentlich? Ja, die Sandwich-Elemente kommen vom Kühlanhänger, da okay. Kann man sich ganz gut vorstellen. Ihr kommt aus dem Fahrzeugbau, oder? Wir kommen nicht aus dem Fahrzeugbau, wir haben uns das selber entwickelt, das war Eigenbedarf. Wir sind selber in der Oldtimer-Branche unterwegs, mein Bruder und ich, und haben gemerkt, dass es da nichts Vernünftiges auf dem Markt gibt, was uns Wünschen entspricht, und haben dann in früheren Jahren schon angefangen, also wir haben mit 12 Jahren schon angefangen, unseren eigenen Bauwagen zu bauen, und dadurch entstand dann so die Idee und nach hat sich das weiterentwickelt. So, wenn du mir mal sagst, wie groß du heute bist? Wie groß? Ja, deine Höhe. 1 Meter? Ich bin 1,96 Meter. Genau, setz dich mal kurz rein, du bist nämlich ein großer Mann. Jetzt ist das Bett so, da würde ich jetzt schon ein bisschen Platzangst kriegen, aber da ist jetzt ultra viel Platz drunter. Das heißt, genau. Du kannst... Wir können es jetzt ja auch wieder runterfahren. Ja. Ich bin ja hier... Warte, ich mach das mal gerade, dass man so einigermaßen schlafen kann, weil der Vorteil ist 1,96 Meter. So, du sagst Stopp bitte. Okay. Das wäre okay für dich jetzt? Das wäre noch okay für mich, genau. So, und hier oben kann man jetzt definitiv schlafen. Das ist so. Ja, ich bin vollkommen begeistert. Was ist da drunter unter der Bank? Was kann man da? Unter der Bank kann man natürlich Stauraummöglichkeiten. Ja. Die Messeprospekte? Genau, da sind die Messeprospekte drin. Haben aber hier extrem viel Platz, um da Klamotten, Rucksäcke oder sonstige Sachen noch zu verstauen. Das gleiche auf der linken Seite. Das Coole ist, ihr habt einen Tisch mit Airline-Schienen befestigt. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Zeig mal bitte. Ich baue mal kurz ab. Das ist ja genial. So, und da könnte man die Option wählen, Tisch zu Bett. Das heißt, ich kann den Tisch ganz schnell... Ach, der ist ja nur eingehangen. Das? Aushängen. Zur Seite stellen. Und jetzt kann ich mit den Fahrrädern ganz vorne reinfahren. So, vielen Leuten ist ja E-Bikes, teure E-Bikes. Wir haben ein Video gemacht.
Abus Bordo geknackt mit einer Lidl Flex in 40 Sekunden. Das heißt, Leute lieben es, teure E-Bikes lieber reinzunehmen, oder? Richtig, genau. Okay. Das ist auch der Grund, warum wir hier mit sehr viel mit Airline-Schienen arbeiten. Die E-Bikes sind relativ teuer heutzutage. Und die möchte ich persönlich jetzt nicht draußen im Freien stehen haben. Sag mal, das Ding ist unkaputtbar, ne? Eigentlich? Eigentlich ja. Okay. Ist das Zink, das Blech? Oder ist es verzinkt? Ist vorverzinktes Blech und zusätzlich noch pulverbeschichtet. Das heißt, selbst wenn wir da mal einen Kretzer reinfahren, ja, es fängt nicht an zu rosten. Und die Form ist natürlich so genial, dass das Wasser kann ja gar nicht stehen bleiben. Genau. Unmöglich, oder? Wir haben außen integrierte Dachrinne. Auch dass es, wenn das Wasser runterläuft, dass es dann nach vorne und hinten abläuft. So, jetzt, wenn du mal so ein Netz bist, machen wir hier auf. Hätte mal reingucken können, wie viel Platz da drin ist. Da hast du noch einen Schrank. Hier unten hast du jetzt, du hast Lithium, Eisenphosphat eingebaut. Genau, hier haben wir eine 75 Ampere Lithium-Batterie drin. Und obendrauf die ganze Bordelektrik, also sie ist auch schön kompakt. Man kann jederzeit hingehen, selber, wenn was kaputt sein sollte, reparieren. Man kann aber auch jederzeit Solar nachträglich nachrüsten. Und man muss nicht das ganze Schrank wegbauen oder sonstige Sachen. Ihr könnt das schon vorrüsten, das Solar mit Kabeln? Ja, natürlich. Wir können auch komplett das Solar aufs Dach drauf machen. Okay. Also wir können anfangen bei 150 Watt und können dann bis 600 hoch. Ich finde den total klasse. Weil es erfüllt wirklich alles. Und wenn du guckst, was so die Wettbewerber produzieren aus dem, ich sag mal, Bereich weiße Ware, das kostet 35.000, 40.000 Euro, ist nicht schlecht, aber ist halt weiße Ware. Das hier ist richtig geil. Wie sind die Reaktionen am Campingplatz? Also nicht ein Hingucker, muss man schon so sagen. Unglaublich, ja. Unglaublich, auch das Feedback von den Kunden, wenn sie auf den Campingplatz gehen, die sagen, ja, das ist Wahnsinn. Jeder will in das Fahrzeug reinschauen, sie sind überall herzlich willkommen. Okay. Also ich habe noch nichts Schlechtes gehört. So, ich zeig mal gerade, ihr habt ultra viel Stehhöhe. Das ist wirklich geschuldet. Ich zeig's mal gerade, dass man das mal sieht. Du bist jetzt fast 2 Meter groß und du hast noch gute 30 cm Stehhöhe. Das Konzept dieses Peterwagen oder dieses Schäferwagen ist ja, glaube ich, ultra alt. Ja? Warum baut das keiner mehr? Ist das Runde das Problem? Oder? Ja, einmal das Runde, das Dach im Prinzip abzudichten, aber auch die Isolierung ist ein Problem. Ja. Jeder, wo in Urlaub gehen möchte, möchte natürlich auch ein Fahrzeug haben, wo isoliert ist, wo man im Sommer reingehen kann, wenn es 40 Grad von außen hat, aber auch im Winter bei Minusgrade reingehen kann. So, du hast ein ganz kleines Fliegengitter eingebaut. Zeig mal bitte. Das geht über die komplette Breite. Das heißt, wir können das Fliegengitter einmal nutzen, wenn wir die Türe offen haben. Ja. Oder natürlich, wenn wir die komplette Heckklappe nach hinten oben haben, ja, können wir die Fliegengitter zuschieben. So, bitte einmal oben öffnen, dass man mal sieht, weil ich fahre zurzeit einen Van. Der hat gar keinen Platz oben. Gerade der Mercedes-Benz, der geht ja nach oben hin. Hier sind alle Wände gerade. Das schafft Raum. Das schafft Raum, richtig. Genial. Wir haben hier auch auf Qualität gesetzt. War für uns sehr wichtig. Wir haben hier Aluminiumschubladen. Die sind bis zu 40 Kilo belastbar. Wir haben da Auszüge drin von der Firma Wirth. Also auch wieder Qualität. Wirth, genau. Okay, das heißt, ihr wollt Handwerker glücklich machen, wie mit dem Auto. Das ist aber auch ein Auto. Der Vorteil ist natürlich, ich habe keine 1%-Regelung. Das ist natürlich beim Wohnmobil das Schöne, wenn ich Handwerker bin. Ich ziehe das Ding, ich kann es als Handwerkswagen einsetzen. Ich kann es ja noch brachialer gestalten, also dass der Industrielook noch weiter rauskommt. Ich muss ja kein Holz nehmen, oder? Genau, wir haben ja auch eine schiefe Optik. Wir können aber auch sehr viel mit Folien machen, folieren. So, dann das Allerwichtigste, das Bad. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Optional. Das wäre jetzt ein Preis mit drin, den du eben genannt hast. Ich habe ein Raumbad. Wir haben ein Raumbad, da wäre die Toilette dabei. Ja. Wir können aber auch jederzeit nachträglich dann noch eine Dusche einbauen. Oder was viele machen, ist eine Kleiderstange noch rein. Dann kann man natürlich auch die nassen Klamotten vom Fahrradfahren schön innen drin aufhängen zum Trocknen. 100 km/h Zulassung, kein Problem, oder? Kein Problem. Okay. Das ist ja auch vielen wichtig. Dann hast du ich zähle sie mal durch. 1, 2, 3, 4, 5 Scharniere verwendet. Ja, ist auch eine große Tür. Wir wollen, dass es langlebig bleibt und okay, nach 2 Jahren schon anfängt, dass die Türe runterhängt. So, komm, wir gehen mal raus und mal ein bisschen Werbung für dich, dass wir das Ganze mal sehen. The Cuba. Ihr wart jetzt auch in Düsseldorf eigentlich? Wir waren letztes Jahr, dieses Jahr in Düsseldorf, waren vor 3 Wochen in Freiburg auf der Messe. Also, ihr habt eins geschafft, ihr habt meine Aufmerksamkeit erregt und das ist gar nicht so einfach. Also ich habe ja auch gefilmt, der entsprechende Derubis, aber ganz anderes Konzept. Das hier ist eher so Understatement so ein bisschen für Leute, die ganz individuell irgendwie unterwegs sein möchten, oder? Richtig. Es ist wirklich vom Camper angefangen bis hin zum Geschäftskunde, wo da drin einen Verkaufswagen draus machen möchte. 20.000 Euro. Ey, ihr seid viel zu billig.
Gut, also macht es nicht teurer. Verkauft mir erstmal einen und dann könnt ihr es teurer machen. So, komm, wir zeigen es mal. Der Cuba, dein Vorname ist Nico, dein Bruder heißt? Der heißt Nino. Deswegen, Nino, Nico. Genau, deswegen Nico GmbH, Nico, Nino, König GmbH. Sehr schön. TheCuba.de, wir filmen heute 28. Oktober 2021. Jetzt hat sie gerade aufgemacht, die Messe. Ist ja abgesagt worden letztes Jahr, Freitagabend. Wart ihr da auch schon hier, oder? Wir wollten hierher kommen, haben es dann aber auch kurz davor abgesagt. Im Nachhinein waren wir dann auch froh, dass wir doch nicht... Ja, hätte ich euch gefilmt, ja, damals. Ja, so ist es. Ja, die Verfügbarkeit, Wartezeit? Wartezeit sind wir momentan bei Juni nächstem Jahr. Okay, das heißt also in absehbarer Zeit keine drei Jahre. Also wir haben keine 3 Jahre Lieferzeit, sondern man bekommt das Fahrzeug noch nächstes Jahr. So, Aufbaulänge nochmal von dem hier? Also Innenraum haben wir 3,50 Meter und die Gesamtlänge sind wir bei 5 Meter. Breite 2,20 oder was? 2 Meter. 2 Meter. Genau, 2 Meter. Also extrem handlich. Also hinter einem Sprinter fährt er genauso praktisch durch Frankreich enge Straßen genau. wie... Genau. Ja, ich bin vollkommen begeistert. Ihr kommt ja aus dem Bodenseegebiet. Das heißt, ihr habt ja die Schweiz, Frankreich, ihr habt Österreich und so weiter. Das heißt, die Dinger müssen ja auch wirklich auf kleine Campingplätze rein. In Mova kein Problem, oder? Kein Problem. Dadurch, dass wir Alko-Chassis verbaut haben, unten drunter können wir natürlich die Zubehörartikel vom Alko auch hier dran verbauen. So, was wäre das absolut Maximale an Nutzlast, was ich da rausholen könnte? Tandem-Achser dann bis 2,5 Tonnen. Sag mal, und Zuladung, was hätte er? Zuladung sind wir dann bei knappe 1200 Kilo. Ja, also das heißt, man kann richtig was transportieren. Genau. Vielen Dank. Tschüss, Nico. Danke auch.